ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Und so wollen wir die Gelegenheit nutzen, in diesem Videofilm einen Blick zurück auf die Aktivitäten der Künstlergilde Harz im Jahr 2023 zu werfen. Die Künstlergilde Harz ist mehr als nur eine locker organisierte Gruppe von Künstlern. Sie ist eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die sich künstlerisch motivieren und inspirieren. Eine der herausragenden Leistungen waren zweifellos die drei erfolgreichen Ausstellungen, bei denen Werke der Künstlergemeinschaft der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden konnten. Die Vielfalt an Stilen und Techniken hat die Besucher angesprochen und auch natürlich die Künstlergruppe weiter gestärkt. Wir können stolz darauf sein, dass alle einem wirklich künstlerischen Auftrag nachgekommen sind, nämlich mit ihren Werken Emotionen zu wecken und zum Nachdenken anzuregen. Nach der Zwangspause durch Corona findet nun wieder die alljährliche Ausstellung im Forum des Kreishauses Goslar statt. Diesmal unter dem Thema Eigene Wege gehen. Vor die Vernissage haben die Götter allerdings den Aufbau gesetzt. Schließlich konnten alle mit der Präsentation der Bilder, Skulpturen, Fotografien und last not least des kinetischen Objekts beim Durchgang durch die Ausstellung zufrieden sein. Thank you.
Höhepunkt ist natürlich die Vernissage im Forum des Kreishauses. Das Wilhelm-Busch-Haus, ein Museum in Mechtshausen bei Seesen, hat zwei Räume zu einer professionellen Kunstgalerie ausgebaut. Im Frühjahr 2023 hatte die Künstlergilde Harz die Gelegenheit, sich mit ihrer Kunstausstellung an ein Thema zum Tag des Museums 2023 anzuschließen, das auf Wilhelm Busch zurückgeht. Schnurdibo oder die Bienen. Ja.
Zum Tag des Museums wurde ein Gartenfest mit Markt veranstaltet, auf dem Mitglieder der Künstlergruppe vertreten waren. Da das Wetter mitspielte, war die Stimmung hervorragend. Interessierte und Neugierige fanden sich zur Vernissage in der Galerie ein. Die Vernissage zur zweiten Ausstellung der Künstlergilde Harz in Mechtshausen fand bei heißem Sommerwetter statt, was aber wohl niemanden abschreckte, daran teilzunehmen. Antje Löffler, die zweite Vorsitzende, machte diesmal dazu die Einführung. Wir sind die Künstlergilde Harz und stellen jetzt zum dritten Mal hier aus, als Gemeinschaftsausstellung. Buschhaus, sehr dankbar dem Verein, dass wir die Möglichkeit hier haben. Es sind sehr schöne Räumlichkeiten, sich präsentieren zu können. Unser Thema war Künstler zu Besuch beim Künstler. Wilhelm Busch als Karikaturist und Schriftsteller
hat ja auch so seine ganz eigene Art, auf Dinge zu sehen, auf die Gesellschaft zu sehen. Und auch jeder Künstler von uns, 17 an der Zahl, die hier ausstellen von uns, jeder hat seinen eigenen Blick, jeder einen Teil nur, wie hier einen Blick in ein Gerippe rein, Fragmente aus der Vergangenheit, Blick in die Zukunft mit der Platine daneben. Also ganz kontrastreich, wo ich euch einwerfen möchte, euch die Bilder genau zu betrachten, ob es nun ein Überblick ist oder ob ich nur so eine kleine Detailaufnahme, eine Wasserspiegelung, ein Gras, kleine Wurzelchen von einer Sellerie zu finden. Es ist wirklich sehr spannend, immer wieder diese Ausstellung so zu gestalten, dass die Sachen so zueinander passen und harmonieren. Ja, ich habe hier Bilderlisten liegen hier aus, laminiert. Wir sind 17 Künstler, ihr könnt sie runter. Ich könnte hier unsere Namen mal vorlesen und wer da ist, sagt mal hier, damit ihr wisst, wie ich eventuell ansprechen könnt. Das ist Judith Barfels. Wo ist er? Genau, hinter dir. Sigrid Bückner. Elisabeth Grebe, gleich daneben. Helga Kromnika, das ist unsere die Frau des ersten Vorsitzenden. Schriftführerin. Die sind im Urlaub, deswegen darf ich hier heute von reden. Reinhard Vorschubs. Aber nicht nur die Beteiligung an den Ausstellungen schweißt die Gruppe zusammen. Auch die regelmäßigen Treffen im Restaurant Schwarzes Schaf in Goslar sind eine wichtige Quelle der künstlerischen Inspiration. Am Stammtisch werden die neuesten Nachrichten weitergegeben, neue Ideen geboren, aber auch Persönliches anregend diskutiert. Nicht zu unterschätzen ist, dass die anheimelnde Atmosphäre des Restaurants und das wirklich ausgezeichnete Essen dazu beitragen, dass sich alle wie eine große Familie fühlen. Aber das ist jetzt.
Das Jahr 2023 war ein weiterer Meilenstein für die Künstlergilde Harz. Wir sind dankbar für die Unterstützung all jener, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen. Alle Künstler freuen sich nun auf das Jahr 2024. Sie sind sich sicher, es wird ein weiteres aufregendes Jahr voller kreativer Projekte und inspirierender Begegnungen, auf die man sich freuen kann.